Frankfurt, Nürnberg gegen Saarbrücken. Also die Saarbrücken haben ja letzte Woche schon die Reise zurück in die Zweitklassigkeit angetreten. Aber man könnte dieses Spiel auch überschreiben mit dem Titel Not gegen Elend. Es sind die beiden schlechtesten Mannschaften der Rückrunde. Und den Weg in die innere Emigration hat der 1. FC Nürnberg in den letzten 3 Tagen angetreten. Keine Bewegung mehr in der Öffentlichkeit zurückgezogen, um nur noch das eine möglich zu machen, den Rettungspunkt. Uli Vogt klärt sie auf. Wie spielt eine Mannschaft, die bereits abgestiegen ist und seit 15 Spielen nicht mehr gewonnen hat, in einem derart wichtigen Spiel? Jürgen Hilsdorfer und ich sind fast befreundet miteinander. Das gleiche gilt allerdings auch für viele Hennemann. Von daher erübrigt sich jede Kontaktaufnahme. Der Jürgen Hilsdorfer weiß ganz genau, ich bin Junge des Ruhrgebiets. Ich stehe natürlich dem VfL sehr, sehr nah. Das ist vollkommen normal. Aber er weiß ganz genau, dass wir hier alles geben werden, um Punkte für den FCS einzufahren. Doch in den ersten Minuten spielte nur Nürnberg in Rot-Schwarz. Christian Wöck, Matthias Hönerbach und Eckball für den Club. Manfred Schwabel, Jürgen Kramny vollkommen frei und doch vergeben. Da schraubt er sich fantastisch hoch, kommt ungestört zum Kopfball, aber er kann das Tor nicht machen. Danach Freistoß Nürnberg, Reinhold Hintermeier. Wieder Jürgen Kramny, kein Abseits und wieder vergeben. In der Anfangsphase war Jürgen Kramny schon ein bisschen die tragische Figur im Nürnberger Spiel. In der 20. Minute dann der erste Angriff des 1. FC Saarbrücken. Weiter Pass von Jürgen Lange, Kretzer verlängert, Juri Savicev und das 0:1 durch Juri Savicev, der sich in dieser Aktion leicht verletzte, allerdings danach weiter spielen konnte. Andreas Köpke nach seiner Sperre das erste Mal wieder dabei und überhaupt keine Möglichkeit der Abwehr. Zu diesem Zeitpunkt Nürnberg in der zweiten Liga. Der Club und der Trainer betroffen, aber die Mannschaft spielte weiter nach vorne. Immer wieder Reinhold Hintermeier, Dieter Eckstein und der 1:1 Ausgleichstreffer. Nur 2 Minuten nach dem Führungstreffer der Saarbrücker. Verständliche Freude. Und hier nochmal die Szene. Schön setzt sich Dieter Eckstein durch und keine Abwehrchance für Marco Kosten. Saarbrückens Trainer Neururer natürlich nicht sonderlich begeistert. In der 32. Minute dann wieder Freistoß für Nürnberg. Reinhold Hintermeier und das 2:1. Kurz vorgelegt und dann in die von der Mauer gedeckte Ecke geschossen. Reinhold Hintermeier, 37 Jahre alt. Übrigens das erste Tor von Reinhold Hintermeier seit dem 16.03.1985. Vor 8 Jahren also für Leistungsfußball vor einer Ewigkeit. Saarbrücken spielte zwar mit, versuchte es besser gesagt, aber gefährlicher, weil auch viel motivierter die Nürnberger. Dieter Eckstein, schön geguckt, Jürgen Kramny mit Gewalt und mit Glück das 3:1. Da hatte Jürgen Kramny so viele gute Chancen und dann macht er ein derartiges Murmeltor. In der Zeitlupe wird man sehen, ein Eigentor von Thomas Christel. Hier kommt er an den Ball und der vergebliche Rettungsversuch von Matthias List. Halbzeitstand 3:1 für den Club und Willi Entmann natürlich bis zu diesem Zeitpunkt von einer Riesenlast befreit. Die zweite Halbzeit dann absoluter Sommerfußball. In der 77. Minute der erste wirkliche ansehnliche Angriff. Erik Wynalda, schöner Rückpass, Michael Kretzer, wieder Kretzer, Wynalda und Köpke. 3 Minuten vor dem Abpfiff dann doch noch einmal Eckball für den Club. Manfred Schwabel wird ausführen. Thomas Brunner, ein fantastischer Kopfball, genau in den Winkel. Und das 4:1 für den 1. FC Nürnberg. Nürnberg nach diesem verdienten und auch erwarteten Sieg weiterhin in der 1. Bundesliga. Die tollen Fans in diesem tollen Stadion haben den Klassenerhalt auch wirklich verdient. Ralf Fürther mit Reinhold Hintermeier. Heute ist einer mit der schönsten Tage, weil das was ist, womit man nicht mehr rechnet, wenn man so heute ist wie ich.
Reinhold Hintermeyer ist ja wieder da. Ich denke, wir spielen in der nächsten Saison gleich weiter Fußball. Also, der Club bleibt der ersten Liga erhalten, aber die Bochumer. Tja, es lag wohl mehr an dieser schlechten Hinserie. 8:26 Punkte. Die Bilanz in der Rückserie.